Zum Morgen gibt es einen Smoothie. So, jetzt gibt es noch mal Bananen. Und zum Abend gibt es ein Festessen. Und zwar ist das ein großer Blumenkohl. Da sind hier Äpfel aus dem Garten. Dann sind Linsensprossen und Sojasprossen sind hier drin. Dann haben wir hier Zuckererbsen klein geschnitten. Möhre ist noch drin. Eine Süßkartoffel ist noch drin und eine rote Beete ist noch drin und das alles habe ich jetzt nur mit Limette gewürzt, kein Salz, kein Pfeffer, Öl oder Essig. Ich habe es mal bei jemand anders gegessen, es schmeckt sehr gut und für mich halt auch mal was Neues, einen Salat zu machen ohne Öl, Essig, Salz und Pfeffer, was mein Standard ist, sondern nur ein bisschen Limettensaft und das war's. Und es schmeckt tatsächlich gut, zumindest hat es bei dem anderen gut geschmeckt, ich hoffe, mir schmeckt es. Jetzt gibt es einen Smoothie. Jetzt gibt es hier ein paar Roggensprossen. Die sind relativ vitalstoffreich und sehr billig. Und von daher, ja, esse ich jetzt einfach hier, ich weiß nicht, ob es alle esse, aber bestimmt so die Hälfte. Einfach von Hunger und preiswert. So, jetzt gibt es Paprika und Tomaten. Das ist mein Und zum Morgen gibt es wieder einen Smoothie. So, jetzt gibt es wieder einen Rote Beete Brokkolisalat. So, ich habe jetzt hier nochmal getrocknete Zucchini gemacht. Einfach Zucchini und ein paar Gewürze drauf und getrocknet. Da habe ich jetzt so 8 solche Streifen gegessen. Jetzt esse ich die 2 noch. Das ist sozusagen eine große Zucchini. Und morgens gibt es wieder einen Smoothie. So, jetzt gibt es einen, ja, meine Hauptmahlzeit heute. Das ist ein Butternusskürbis. Den kann man mit Schale einfach schneiden. Die Kerne sollte man vorher raustun. Ich habe es nicht gemacht, deswegen hat es beim Schneiden folgende Problematik gegeben, dass es halt nur so angeschnitten wird. Nur die Kerne haben das dann dagegen gedrückt. Deswegen ist es ja nicht ganz so geworden. Aber man kann es trotzdem essen. Und dazu habe ich eine Soße gemacht aus Pilzen und Tomaten. Und dazu halt einiges an Gewürzen und Knoblauch noch dabei gewesen, Hanfsamen sind dabei gewesen, Cashewkerne, Chiasamen, Kürbiskerne, Sonnenblumenkerne. Genau, und das gibt es sozusagen als Soße dazu und das lasse ich mir jetzt schmecken. Und zum Abend gibt es jetzt hier noch so Zucchini-Schiffchen. Das ist so gedörrte Zucchini mit Gewürzen und darauf habe ich einfach so gekeimten Roggen quasi auch getrocknet, also gekeimt, dann getrocknet und das mache ich dann so drauf und da esse ich jetzt so 10 von diesen Schiffchen. Zum frühen Morgen gibt es 2 Kaki, das ist die zweite. So, jetzt gibt es den Patrick Strohbach Gedächtnis-Smoothie. Hatten wir ein bisschen angefixt mit den Sprossen. Und ja, das ist ja so ein großes Glas Brokkolisprossen. Ich bin gespannt, wie scharf das Ding wird. Also das wären ja so geschätzte 500 Brokkoli, die ich jetzt auf einmal esse von Nährstoffen her. Und ich habe zwar ein paar Bananen reingehauen, aber ich bin extrem gespannt. Eine Handvoll Walnüsse und noch 3 Bananen als Betthupferl. Mein Morgen beginnt mit ein paar Bananen. Und jetzt gibt es die Reste, beziehungsweise noch einmal die Kürbisnudeln mit irgendeiner Soße. So, jetzt gibt es hier Haferflocken mit so einer Dose Bois. Das ist das, was ich euch vorhin mal schon vorgestellt habe. Und Food Diary. Und da ist jetzt nur eine Dose von diesen Trockendingen dran. Und frische Früchte und Haferflocken und Chiasamen. Hafermilch. Und was? Chiasamen. Und Chiasamen.